Hi Markus. Hi Tim. Ich sitze hier mit dem Markus Görig. Der Markus ist, du bist der quasi der deutsche Statthalter von RM Sotheby's. Genau, ich bin zuständig hier für den deutschsprachigen Markt, also für Deutschland, Österreich, Teile der Schweiz und oft auch gerne Südtirol. Südtirol, ist das noch quasi der deutschsprachige Raum logischerweise? Ja, also wir haben keine klare Auftrennung in Territorien, aber es macht natürlich Sinn. Ja klar. Macht Sinn. Du, erzähl mal, was macht denn der Markt gerade? Du steckst ja da ziemlich, ziemlich gut drin. Ihr hattet, glaube ich, eine sehr, sehr erfolgreiche Auktion in München. Richtig. Letztes Jahr. Im November. Im November, genau. Waren wir in der Motorworld und da hatten wir eine absolute, wenn ich jetzt einzigartig sage, das hört sich immer so marketingmäßig an, aber wirklich eine Auktion, die war Wahnsinn. Wir hatten das Glück, dass wir eine ganz große Sammlung aus China von BMW-Fahrzeugen haben einliefern können. Und die waren alle No Reserve. Und das zeigt immer wieder, Auktion ist so viel Psychologie, dass Leute auf einmal Dinge tun, die sind gegen Vernunft, Physik und ich weiß nicht was, Rationalität. Und wir haben ja diese Sammlung, habe ich für 4,2 Millionen eingeschätzt als Low Estimate. Also die gesamte Sammlung. Die gesamte Sammlung als unterer Schätzwert und verkauft es für 6,8. Habt ihr es so verkauft? Ja, da war doch das ganz gut gelaufen. Also die einzelnen Fahrzeuge, die Summe der Einzelfahrzeuge. Ja, wir hatten Glück. Wie immer im Leben muss man auch ein bisschen Glück haben. Es war natürlich harte Arbeit, aber es lief sehr gut. Also insofern, was macht der Markt? Der Markt ist stabil. Aber nach solchen Ausrutschern nach oben ist alles, was danach kommt, was eben nicht so super euphorisch ist, wird häufig als, oh, jetzt wird es gefährlich wahrgenommen. Ja, aber es war ja Paris jetzt im Februar, Anfang Februar, das war ja auch nicht gar nicht so schlecht gelaufen insgesamt, glaube ich. Ja? Ja, also es war nicht schlecht, aber es war auch nicht Wahnsinn. Wir haben ein sehr, sehr gutes Erlebnis gehabt oder Ergebnis gehabt. Das war der Ausrutscher nach oben, der klare, gell? Das war der Bugatti Profilé oder Chiron Profilé, ein Einzelstück, welches wir direkt von Bugatti haben eingeliefert bekommen. Und das war natürlich mit der gesamten Marketing-Power von Bugatti als Hersteller und uns als Vertriebsorganisation dann schon richtig gut. Der ging für was? 8, irgendwas? 8.700.000 Hammerpreis. Mit Aufgeld waren wir bei 9,8 fast. Schon stattlich, ja? Das war schon der Wahnsinn. Also wir hatten geträumt, dass wir die 4 Millionen knacken. Oder wir haben geglaubt, wir können die 4 Millionen knacken. Wir haben geträumt, dass es über 5 Millionen geht. Aber dass das passiert, konnten wir nicht absehen. München machen wir nochmal? Yes, Sir. Ja. Nächstes Jahr am 25. November wieder in der Motorworld in München. Ja. Nach dem Erfolg werden wir schlecht beraten, wenn wir es nicht nochmal versuchen. Wir sind dabei. Freut mich. Ja, genau. Also, dann machen wir noch eine schöne Messe. Danke. Wir wollten machen noch ein kleines drittes Interview und schön war's. Danke. Danke, danke. Ciao. Ciao.